Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen weiteren Teilnehmer von meiner Masterclass mit dabei. Wir haben heute Max Wothe am Start. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Stell dich doch kurz mal vor. Ja, hi, ich bin Maximilian Wothe und ich habe jahrelang schon Filme produziert und Fotos gemacht, eigentlich schon seitdem ich 12 bin und habe eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, habe 10 Jahre lang in einer Agentur gearbeitet und dann habe ich endlich den Absprung gewagt, nachdem ich mir parallel die Selbstständigkeit schon aufgebaut habe und ja, dann wollte ich mehr und habe mich mit Walter in Verbindung gesetzt. Das heißt, wie bist du auf mich zugekommen? Ich wurde auf dich aufmerksam durch meinen Kollegen Christoph, der hat bei dir schon Coaching gemacht und wir haben uns dann bei Instagram kontaktiert, wir beide haben geschrieben und so kam das dann zustande. Als du in das Coaching gekommen bist, ja, was waren denn da so deine größten Herausforderungen? Als ich ins Coaching gekommen bin, war mir klar, dass ich einen Bauchladen habe und nichts explizit anbiete, nichts Spezielles. Ich wusste, dass ich eine Nische finden muss, aber hatte da auch keinen Leitfaden für und war mir nicht sicher, was ich anbieten soll. Und ich wusste nicht, wie Akquise geht. Also das heißt, was hast du da genau gemacht vorher? Also das, wie du bist du eigentlich an Kunden vorher gekommen? Also das lief vorher über ein Hoffnungsmarketing eigentlich. Ich habe über Empfehlungen gearbeitet. Ich bin hier gut vernetzt in der Stadt. Das lief ganz okay. Aber da war halt auch sehr viel Luft nach oben und ich wusste, mit Akquise geht das auf jeden Fall. Und deswegen dann dieser Schritt. Ja, genau. Also viele haben ja so ein bisschen Bedenken, was das Wort Akquise irgendwo angeht, ja. Aber am Ende des Tages sind es halt Marketingstrategien, die du dann natürlich in dem Coaching gelernt hast. Und aber erzähl mal, wie war denn so da deine Entwicklung? Ja, also als wir mit dem Coaching angefangen sind, ging das alles relativ schnell, weil ich schon durch meine Erfahrung schon eine ganz gute Basis hatte und mir eben nur diese Bausteine Akquise und Positionierung fehlten. Und dann haben wir beide gebrainstormt und dann ist relativ schnell klar geworden, dass meine Zielgruppe eigentlich schon längst Berater und Coaches sind, weil ich schon viele Projekte für die gemacht habe und viel mit denen zusammengearbeitet habe in den letzten Jahren schon. Und ja, dann war das ganz einfach. Ich habe mich darauf spezialisiert auf diesem Bereich mit der Unterstützung von Walter. Der hat mir genau gesagt, wie ich mich da zu vermarkten und zu positionieren habe im Internet, bei Insta, bei LinkedIn und wie man die Sache genau angeht. Da haben wir zusammen ein Angebot entwickelt und dann habe ich die Akquise gestartet. Ja, richtig, ne? Also du sagst, es sind so kleine Bausteine, aber ich sehe das ja immer wieder, dass diese Bausteine elementar wichtig sind und dass das viele halt nicht machen oder da irgendwie eine gewisse Hürde oder Blockade irgendwo sehen und sagen, oh, da muss ich mich ja auf eine Zielgruppe möglicherweise festlegen, aber mir macht doch alles Spaß, ja, ich würde ja eigentlich gerne auch noch das machen und das machen. Wie war das für dich? Hast du das schnell hinbekommen oder wie war das bei dir? Ja, also das Ganze ist natürlich eine Mindset-Frage. Ich glaube, da war ich auch schon ganz gut drin im Thema. Ich hatte Bock, nach vorne zu gehen mit dem Ganzen und wusste, dass ich mich positionieren muss. Ich hatte vorher auch schon Musikvideos und so produziert. Das ist ganz lustig, aber da kommt man nicht weit mit, um ehrlich zu sein. Und deswegen war das für mich klar, dass ich eine spezielle Sache machen will und ich brauchte nur irgendwie einen Mentor, der mich in diese Richtung weist, sozusagen. Okay, sehr cool. Was waren denn so deine Key Learnings? Ja, also ich hatte eine Menge Learnings. Da hat sich, es sind diese kleinen vielen Details, die da zusammenkommen, die das dann das Ganze ausmachen. Das Thema Positionierung, da habe ich halt eine Menge zu gelernt, wie man auf die Kunden zugeht. Da gibt es verschiedene Skripte, wie man mit denen zu sprechen hat, welche Schritte aufeinander folgen müssen. Das hat dem Ganzen mehr Struktur gegeben und Klarheit. Und das macht es dann natürlich tausendmal einfacher, als wenn man auf eigene Faust losgeht und versucht, irgendwen anzurufen und dem irgendwas zu verkaufen. Ja, das ist ja das Lustige, das machen ja die meisten, ja, und versuchen das irgendwie. Und oftmals habe ich so das Gefühl oder sehe ich mittlerweile, dass sehr vielen Leuten da das Ego im Weg steht. In der Hinsicht, wo ich so merke, okay, ja, Geld für eine Kamera gibst du aus, ohne Probleme so, die kostet 2.000, 3.000 € zum Beispiel. Das ist es dir wert, aber wenn es dann darum geht, okay, dich tatsächlich fortzubilden, um genau diese Probleme zu lösen, die du eigentlich gerade, vor allem gerade hast, ja, was eben jetzt bei dir zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Positionierung, Zielgruppenverständnis etc. waren, da scheuen sich sehr viele und ja, die, die es dann halt machen, haben dann eben extrem gute Resultate, ja, deswegen kannst du gleich mal erzählen, was war denn so dein größter Erfolg? Den ersten Kunden, den ich kontaktiert habe, den habe ich direkt abgeschlossen und damit hatte ich das Coaching im Prinzip schon wieder drin. Das war super easy. Und danach ging das schnell weiter. Dann habe ich für 9K, für 7K, für 10K abgeschlossen und das alles direkt im ersten Monat. Also es ging gut nach vorne. Wie viel hast du dann gemacht insgesamt? Wenn ich zusammenrechne, sind es. 26 netto. Und das sagst du mir jetzt, dann musst du dir ja ein Award zuschicken. Habe ich dir das nicht gesagt? Nee, ist also tatsächlich. Also ich habe dir den 10K Award zugeschickt, aber den 25K Award ist eigentlich der Ach, nächste. den gibt's auch noch, das wusste ich gar nicht. Ja.
Ja, okay, dann müssen wir das mal hier noch vereinbaren, okay. Aber okay, ja, welche Ziele hast du dir denn auch gesetzt, als du in dieses Coaching gekommen bist? Ja, und was haben wir denn da schon erreicht? Genau, also mein erstes Ziel war eigentlich, ich habe es eigentlich relativ niedrig angesetzt. Ich wollte 10.000 erreichen. Ja. Und das war ganz einfach, das hat direkt geklappt. Okay, aber das ist ja auch, sage ich immer so, mein Ziel ist ja nicht, euch zu zeigen, ja, wie ihr da einen einzigen Auftrag abschließt, ja, sondern natürlich einen langfristigen Weg aufzuzeigen, wie ihr immer wieder an neue Aufträge kommt. Und das hat sich ja bei dir ziemlich gut entwickelt. Genau, also ich habe das richtig gut verinnerlicht alles. Ich habe das erstmal verdaut und mir Gedanken zu den ganzen Themen gemacht und dann halt mit der Akquise gestartet. Und das war dann halt relativ einfach, wenn man diesen Leitfaden hat. Und ich habe dann auch gar nicht mehr so viel Kontakt zu Walter gesucht, weil ich das für mich erstmal alles ordnen musste und Gas geben wollte und so weiter. Und ja, also er hat mir diese Werkzeuge mitgegeben sozusagen und den Rest habe ich selbst gemacht dann. Ja, tatsächlich, das habe ich dann auch gemerkt so, dann war es irgendwie eine kurze Zeit still. Aber das heißt für mich oftmals, ist es sogar tatsächlich oftmals ein gutes Zeichen, habe ich jetzt gemerkt, weil manchmal frage ich danach so, jo, keine Ahnung, du hast jetzt einen Monat schon mir nicht mehr geschrieben, irgendwie bist du nicht in die Calls gekommen, was ist denn los bei dir, ne? Ist alles in Ordnung? Und dann heißt es auch so, jo, voll gut gelaufen, ich mache hier so und so viel Umsatz gerade und ja, so war das ja dann auch ähnlich bei dir, ja. Aber okay, was sagt denn so dein Umfeld zu dieser ganzen Sache, ja? Also die sehen dann natürlich wahrscheinlich irgendwo deine Erfolge momentan, was sagen die dazu? Also ich habe natürlich mit meinen Filmkollegen, ich bin da ganz gut vernetzt, ich kenne hier einige Leute und ich habe mich mit denen natürlich ausgetauscht zu dem Thema und die sagten so, Walter Weber, wer ist denn das? Ja, was soll man von dem denn lernen? Das haben die wirklich gesagt und ich habe dann direkt gesagt, ja, wartet mal ab, Leute. Das fruchtet hier ganz gut bei mir, das geht gut nach vorne und die konnten das alle überhaupt nicht glauben und ja, aber es ist einfach so. Ja, also du hast ja schon im ersten Monat 26.000 dann gemacht, richtig? Genau. Okay, also... Da sprechen dann die Resultate für sich, ja. Um das nochmal gerade zusammenzufassen, also ich habe im ersten Monat des Coachings habe ich viel über die Sachen nachgedacht, das alles gelernt, mich da geordnet, das vorbereitet und so, mich positioniert auch in den verschiedenen Netzwerken und so weiter. Und dann habe ich im Prinzip eine Woche Akquise gemacht, glaube ich. Und im zweiten Monat habe ich dann 2 Wochen Corona gehabt und dann 2 Wochen lang durchgezogen und in den 2 Wochen habe ich im Prinzip diesen Umsatz dann generiert. Zeigt ja sehr viel, weil stell mir vor, du hast keinen Corona gehabt oder beziehungsweise wenn du jetzt einfach konstant immer wieder natürlich Marketing, Vertrieb, Akquise machst, ja, dann kann das Ganze ja noch zu viel, viel krasseren Ergebnissen führen und das, glaube ich, tut es ja auch gerade bei dir. Du fängst ja auch langsam aber sicher an, dir gewissermaßen auch so ein Team aufzubauen, ja, das ja dann auch ja, zu noch besseren Resultaten bei den Kunden führen soll. Also wenn du willst, kannst du auch darauf noch kurz eingehen. Ja, also das entwickelt sich alles so schnell bei mir. Ich habe das von Walter alles verinnerlicht, was er mir beigebracht hat. Und ich habe halt einfach für mich festgestellt, das funktioniert so. Und deswegen habe ich mich jetzt zurückgezogen, habe über das Ganze nachgedacht, Pläne geschmiedet, habe mein Zielgruppenverständnis enorm erweitert. Und dadurch hat sich natürlich herausgestellt, dass meine Zielgruppe noch weitere Dienste benötigt und noch weitere Probleme gelöst bekommen muss. Und deswegen habe ich ein Team aufgebaut. Ich habe eine Agentur gegründet mit einem Kollegen zusammen und das alles innerhalb der 3 Monate Coaching. Und ja, unsere Website geht jetzt nächste Woche online. Wir haben schon unsere eigenen Werbespots und Imagefilme produziert und das geht richtig steil nach vorne jetzt. Ja, eben, ne? Das ist eben ziemlich cool, dass man dann auch mit seinen Aufgaben natürlich wächst und man natürlich auch, wenn man sich eben auf eine Zielgruppe fokussiert, dann auch versteht, okay, die brauchen anscheinend nicht nur ein Video, die brauchen auch noch weitere Dienstleistungen und sind auch bereit, dafür natürlich zu bezahlen. Und das dann natürlich mit anzubieten und einfach größer aufzutreten, macht natürlich auch sehr viel Sinn, ja. Denkst du denn, dass du diese ganzen Ziele oder diese ganzen Erfolge, die du da erreicht hast, ohne das Coaching auch erreicht hättest? Schwierig, wahrscheinlich nicht. Also mir war ja klar, dass ich eine Nische finden muss, aber das habe ich ja lange vor mir hergeschoben und ja, du hast mir einfach diese Klarheit da reingebracht und ja, wer weiß, wie lange das gedauert hätte, bis ich eine Nische gefunden hätte und dann hätte ich trotzdem nicht gewusst, wie Akquise geht und hätte mich trotzdem nicht richtig positioniert wahrscheinlich. Ja, also das hat nur durch deine Hilfe geklappt eigentlich. Ja, das ist auch oft so, dass man seine eigenen Fehler nicht sieht oder seine eigenen Schwächen vielleicht auch nicht. Und da dann einfach mal einen Blick von außen zu bekommen, gesagt zu bekommen, guck mal, das musst du ändern. Und dann auch noch vielleicht von jemandem, der auch weiß, was er tut, ja, ist einfach so, okay, eigentlich weiß man es vielleicht sogar innerlich irgendwo,
Aber man macht es irgendwie trotzdem nicht, weil man nicht so den konkreten Plan hat oder die konkrete Klarheit darüber, okay, ist es tatsächlich sinnvoll oder nicht? Und das dann auf einmal zu machen, merkt man also, okay, auf einmal, ja, okay, zum Glück habe ich es gemacht, zum Glück hat mir das auch jemand gesagt und dann, dass ich das dann eben auch umgesetzt habe, weil das letzten Endes auch so schnell zu diesen Resultaten dann geführt hat. Und ich bin gespannt, wir bleiben natürlich in Kontakt, ja, wie das Ganze noch bei dir weiterläuft und wie dein weiterer Umsatz natürlich dann auch für die nächsten Wochen und Monate sein wird, ja. Wie würdest du denn generell das Coaching beschreiben? Ja, das lief ziemlich simpel ab. Du warst immer erreichbar. Es gab die Gruppencalls, wo wir verschiedene Fragen besprechen konnten. Es gab die Online-Kurse, die waren alle übersichtlich gestaltet. Das war gut strukturiert alles. Ja, ich fand das ganz gut. Also da wird es auch nochmal immer weitere Sachen geben. Ja, jetzt wo zum Beispiel diese ganze Corona-Zeit natürlich immer weniger wird, finden auch dieses Jahr natürlich immer vermehrt und verstärkt Events statt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wo natürlich dann eben auch solche Strategien sinnvoll sind, dass man natürlich zum Beispiel über Events auch neue Kunden gewinnt. War ich erst letztes Wochenende tatsächlich und also das ist, sag ich mal, ja, wenn man ein bisschen Ahnung hat davon, wie das Ganze funktioniert, dann auch eigentlich recht einfach, ja. Aber okay, danke dir auf jeden Fall für dieses Interview. Erzähl doch mal, wie findet man dich? Ja, was muss man im Internet eingeben, um dich zu sehen? Genau, also unsere neue Agentur, die heißt Erfolgsvideo, erfolgs-video.de, da könnt ihr uns finden und ihr könnt mich auch gerne mal über LinkedIn anschreiben, Maximilian Wothe heiße ich da, falls ihr mal Fragen zum Coaching habt oder so, da bin ich offen für alles. Danke dir fürs Interview und ja, wenn du natürlich auch gerade sagst, hey, das hört sich alles wirklich super an und ich möchte auch vorankommen mit meinem Business, ich möchte auch solche Umsätze schaffen, ja, dann trag dich doch gerne mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch ein auf walterweber.de und dann können wir uns mal deine Situation genau ansehen, analysieren und schauen, ob und inwiefern wir dir da natürlich helfen können.